Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Lumicora. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Lumicora. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es ein kleines Fazit. Lumicora ist erschienen bei Deep Print Games bzw. Pegasus Spiele. Es ist ein Spiel von der Autorin Rita Model und illustriert, ich finde es echt wunderschön, auch jetzt vom Cover spricht es mich sofort an, von der Annika Heller. Ein Spiel ab 10 Jahre, boah, spricht für ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Ich werde im Fazit nochmal auch auf die einzelnen Angaben eingehen. 40 bis 60 Minuten, auch dazu definitiv noch ein paar Worte und Spieleanzahl 2 bis 4 Personen. So, so sieht's aus und aufgebaut habe ich es bereits und jetzt kommen wir erst einmal zum Aufbau und ihr seht schon, es gibt hier ja einiges zu tun im Meer, kunterbunte Farben, Lumeszene Organismen, so nennt sich das, tauchen das Korallen Riff in ein atemberaubendes Licht. Ja, soweit sind wir noch nicht, aber ihr merkt schon, ich habe hier ein Startplättchen, einen Plan und ich werde hier diesen Bereich als Plättchenlegespiel, um es jetzt mal ein bisschen abstrakt zu formulieren, ausbauen. Möglichst effektiv und möglichst so, dass ich über die 10 Runden viele Punkte absahnen kann. Und zwar was die einzelnen Wertungen angeht, wenn ich gewisse Dinge erreiche oder auch im Vergleich zu meinen Mitspielenden, um hier auch größere Flächen zu bilden, um vielleicht Platz 1 oder Platz 2 für mich zu verbuchen. Ja, am Anfang, ihr seht es, wird es aufgebaut und ja, jetzt muss ich ein bisschen ins Detail einsteigen, weil es gibt quasi zwei Spielplanseiten. Es gibt eine Seite mit A und ich nehme jetzt einfach einen anderen Plan. Es gibt noch eine andere Seite mit B. Ihr solltet aber erst ein bisschen Erfahrung sammeln mit dieser Spielplanseite A und die platziert man quasi vor sich aus. Tja, hinzu kommen die Wertungsplättchen und zwar jeder Farbe. Die legt man dann einfach hier auf diesen Bereich und ihr nehmt euch ein zufälliges Startluminos, so heißt es, und legt es hier, man sieht es auch hier vom helleren Bereich, hier einfach in die Aussparung. Welches sucht euch oder nehmt ein beliebiges, legt es hier aus. So, jetzt kommen wir zum Spieltableau. Und hier gibt es auch, was diesen Wertungsbereich angeht, Unterschiede, weil es gibt hier eine Seite, deswegen habe ich zur Seite gelegt, für den etwas einfachen Bereich, für den Anfangsbereich könnt ihr diese Seite nehmen. Und hier auf der Rückseite, da sehen die Wertungen noch ein bisschen anders aus. Hier geht es darum, wie die Plättchen liegen, wie die Symbole liegen, in welcher Anordnung, was liegt daneben. Also definitiv ein bisschen anspruchsvoller. Am Anfang verwendet ihr diese Seite und legt sie quasi einfach ja, mittig bzw. in Sichtweite vor euch aus. Jeder hat ja, also ich habe Spielplanseite A, habe diesen weißen Fisch, den lege ich hier drauf und fehlt noch der Schildkrötenmarker, der zeigt die Rundenanzahl an. Wir spielen über 10 Runden. Oktopusmarker, der liegt schon vor einer Person, der kann wechseln, je nach Wertung. Den legt eine Person vor sich ab. Die Kalksteine, die könnt ihr daneben platzieren oder darauf platzieren. Ist ja genug Platz. Es wird auch nicht unübersichtlich, also ist gut gemacht, auch was die Wertung angeht. Und jetzt geht es noch darum, tja, weitere Plättchen zu nehmen. Wobei Siegpunktplättchen liegt schon aus, aber wir haben ja auch noch weitere Plättchen, die wir nutzen. Diese Luminos. Und jetzt hängt es davon ab, wie viele Personen ihr spielt. Auf der Rückseite ist es angezeigt für 3, 4 Personen. Was ihr nicht benötigt, schiebt ihr auf die Seite und dann macht ihr quasi den Rest in dieses Säckchen rein. Und das habe ich auch schon platziert. Das heißt, jeder hat schon in seiner Aussparung hier zufällig 4 Plättchen. Und in der Auslage, auf die jeder Zugriff hat, werden auch schon 4 Plättchen platziert. Also ihr merkt, der Aufbau ist recht zügig erledigt. Und dann können wir auch schon in das Spiel eintauchen. Gespielt wird das Ganze über 10 Runden. Naja, das gibt dieser Marker an. Vergiss den nicht immer weiter zu ziehen. Da denkt man manchmal nicht dran, weil man so fokussiert ist auf sein Tableau. Das heißt, immer wenn alle dran waren, wird der Marker dann weiter geschoben. Und ist man am Zug, dann führt man quasi eine Aktionsphase durch. Da gibt es unterschiedliche Aktionen, die erkläre ich euch gleich. Und im Anschluss folgt eine Wertungsphase. Das eine oder andere kann, muss man nicht machen. Deswegen gehe ich auf die einzelnen Aktionen ein. So, das Erste, was ich mache, ich lege quasi ja, einen meiner Luminos aus meiner Auslage. Ich bin ja auch dran, ich habe den Oktopus, den lege ich quasi in diesen Bereich, in eine offene Auslage, das nennt sich Atoll und den lege ich dann dazu. Zum Beispiel lege ich jetzt dieses Plättchen hier dazu. Das ist jetzt quasi der erste Schritt, den ich mache. Und dann führe ich eine von 3 Aktionen aus.
Ja, ich kann mir jetzt als erste Option Kalksteinmarker nehmen. Für was denn das? Naja, ich habe hier Platz für die einzelnen Marker. 10 Stück bekomme ich da unter, mehr nicht, weil, tja, hier lässt sich's gut bauen. Aber wenn ich hier später Plättchen drauflegen möchte, hier, dann muss ich 1 bzw. 2 Kalksteinmarker abgeben. Also eine erste Option wäre beispielsweise das Plättchen, was ich jetzt hier gelegt habe, hier mir 3 Kalksteinmarker zu nehmen. Jörg, das ist unlogisch. Dann hättest du ja eher dieses Fünfer lehnen können. Ja, hätte ich machen können, aber wir kommen ja noch zu weiteren Beispielen. Aber nehmen wir an, ich hätte es jetzt so platziert und würde jetzt mir meine 3 Kalksteinmarker nehmen. Die nehme ich aus dem Vorrat, dann lege ich sie dazu. Das wäre die erste Möglichkeit. Ich kann aber auch eins machen, das heißt, ein Luminus aus der eigenen Auslage nehmen. Tja, wenn ich mir das nehme, dann platziere ich das quasi in einem Bereich. Man muss, wie es bei üblichen Spielen ist, immer schauen, wie man legt. Das heißt, angrenzend muss es sein. Im weiteren Verlauf darf ich auch jetzt kein Plättchen, also identisch hier drauflegen. Es muss passen. Ich kann hier hinlegen. Ah, hier brauche ich wieder Kalkstein. Also da muss man dran denken, wie man baut. In späteren Schritten kann ich jetzt auch hier bauen oder hier bauen. Also ihr merkt, über verschiedene Ebenen lässt sich's bauen. Das heißt, erste Option Kalksteinmarker, zweite Option ein Luminor aus der eigenen Auslage dann nehmen. Tja, und der nächste Schritt ist 1 bis 3 sogar, oftmals denkt man 4, nein, bis zu 3 nur, nimmt man quasi aus diesem Atoll. Ja, aber welche nehme ich? Ich habe diesen platziert, es müssen definitiv 1 bis 3 Luminos sein und zwar in einer anderen Farbe. Die nehme ich und dann agiere ich hier auf diesem Plan, auf meinen und die anderen können gegebenenfalls, abhängig vom Rundenverlauf, auch schon gleich weiterspielen. Und ihr seht, für welchen Schritt ich mich entschieden habe. Kalkstein musste ich nicht opfern, aber ich habe 3 Plättchen genommen und habe sie schon platziert. Oh, ich habe sie sogar schon aufeinander platziert. Ob das sinnvoll war, hier, das zu platzieren bzw. zu überdecken, sei hingestellt. Aber ihr merkt, das Plättchen kann ich auch hier hinlegen, weil ich habe ja noch keine eigene Auslage mit diesen Plättchen. Weitere muss ich dann angrenzend legen. Es sei denn, ich kann hier nicht mehr, gar nicht mehr legen. Dann kann ich auch einen anderen Bereich da nutzen. Das sind ein paar Punkte, die mit 2, 3 Beispielen richtig gut erklärt sind. Und das ist das Wichtigste im Spiel, dass ihr quasi die 3, 4 oder 6 Beispiele sind, euren Mitspielern zeigt. Dann könnt ihr auch schon sofort mit diesem Spiel beginnen, aber ich habe mich jetzt hier für diese Aktion entschieden. So sieht das beispielsweise aus. Ich habe ja gesagt, die nächste Person ist dran, aber die wird erst mal sagen: Herr Jörg, hier liegen nur 2 Plättchen, mal toll. Also, so geht es ja nicht. Also, vier Plättchen gehören schon, das Atoll, das heißt, man zieht weiter. Gegebenenfalls bin ich hier noch am Puzzeln. Manchmal geht es bei mir ein bisschen länger, was das Puzzeln angeht, aber ich ziehe wieder nach und habe das quasi aufgefüllt. So, jetzt liegen wieder 4 Plättchen da und die nächste Person ist dran, sucht sich auch wieder die 3 Optionen aus, die ich jetzt hier genannt habe. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich sage: Oh, ich krieg das jetzt gar nicht angelegt. Ich habe gedacht, das kann ich nehmen. Das lege ich jetzt hier an. Ja, Jörg, dann leg's zurück in den Beutel. Immer gut mischen. Aber dafür kriegst du einen Minuspunkt. Ja, hätte man ein bisschen genauer draufschauen können, sollen. Das weiß man oder man weiß es nicht, wenn man sich solche Plättchen nimmt. Also man muss nicht unbedingt gierig sein und sich immer gleich 3 Plättchen nehmen. Manchmal kann man sie eh nicht anlegen, weil man hier nicht anbauen kann, aufgrund des Kalksteins. Es kann aber auch sein, und es ist durchaus beliebt in der einen oder anderen Runde, auch wenn es mich am Ende das ein oder andere Pünktchen kostet, dass ich quasi ein gewertetes Plättchen abgebe. Tja, habe ich noch nicht, weil ich hier noch keine Wertung durchgeführt habe. Aber nehmen wir an, ich hätte in Vorrunden hier schon einen Zug ausgeführt, so eine Wertung gemacht und gebe dieses Plättchen ab. Dann darf ich nämlich Plättchen austauschen. Ne, die kommen in das Säckchen, wieder gut mischen und ihr tauscht aus. Das heißt, eine beliebige Anzahl hier in dem Atoll oder jetzt hier in meiner eigenen Auslage. Dass ich einfach, wenn ich am Zug bin, noch ein paar Optionen habe. Weil manchmal ist es einfach ein bisschen glücksbetont und dann passt das nicht, was ich in meiner Auslage habe. Es sind ja auch nur 10 Runden und so habe ich eine gute Option, meine Plättchen einfach mal auszutauschen und dafür opfert man gerne das eine oder andere Pünktchen, um seine oder die Auslage im Atoll ein bisschen auszutauschen. Waren alle am Zug? Ja, alle haben ihren Zug ausgefüllt, dann schaut man nochmal in seine eigene Auslage und da sieht man, ja klar, ich habe ja was in die Mitte gelegt, so, ich fülle auf. Jeder macht das gleichzeitig und ich fülle hier wieder auf und dann sieht das so aus. Das heißt, jeder hat seine eigene Auslage aufgefüllt und dann dürft ihr, abhängig jetzt wieder von der Reihenfolge, eine Korallenwertung, eine, ganz wichtig, eine Korallenwertung durchführen und zwar hier, ich beginne mit dem Oktopus-Markers. Und ob das jetzt Sinn macht, sei dahingestellt, ich war schon besser. Aber
aber um das euch als Beispiel zu zeigen. Das heißt, ich wähle jetzt eine dieser Farben aus. Ich habe ja hier 4 Wertungsmöglichkeiten. Ich kann mir Zeit lassen, ich muss das nicht gleich durchführen, aber um das Beispiel jetzt weiter fortzuführen, mache ich eine Wertung. Tja, und was nehme ich als Wertung? Ich nehme ganz klar diesen Bereich, weil hier bekomme ich 5 Punkte. Ja klar, 2 Punkte plus 3 Punkte. Ja, aber nimm mal an, es wäre hier so ein Plättchen gelegt. Ihr müsst nämlich jede Ebene sehen, dann dürft ihr die Zahlen nicht addieren. Und das ist die Besonderheit auch an diesem Spiel. Und das führt also bei mir zum Wahnsinn. Wenn ich sehe, wie gut mein Sohn da spielt, dann kassiert er seine 12, 15 oder noch mehr Punkte. Und ich bin mit 10 Punkten schon zufrieden, weil man muss die niedrigste Punktzahl sehen einer Ebene. Und das ist die 2 und das ist die 3. Es bleibt bei den 5 Punkten, egal was du machst. Vielleicht bekomme ich für eine Ebene gar keine Punkte, weil keine Zahl angegeben ist, weil hier nur ein Symbol abgebildet ist. Das kann auch passieren. Das heißt, das macht ihr. Das heißt, ihr führt es aus und dreht dann das Plättchen dann um, dass man sieht, okay, Jörg, die Wertung hast du schon gemacht und die Punkte nehme ich mir dann hier dazu. Also achtet immer auf den niedrigsten Zahlenwert und ja, dann hängt es davon ab, wer welche Korallenwertungen durchgeführt hat, weil wer das als letztes durchgeführt hat, der bekommt diesen Marker, das heißt diesen Oktopus-Marker, beginnt die nächste Runde, ansonsten bleibt der Marker einfach hier bei dem gleichen Mitspieler dann vor sich dann liegen. Und jetzt ein wichtiger Schritt, ja logischerweise, man zieht diesen Marker weiter, da denkt man aber oftmals gar nicht dran, weil man ja mittendrin schon ist im Spiel, das heißt diesen Schildkrötenmarker zieht ihr dann auf das nächste Feld. Ein Punkt, den muss ich aber noch erwähnen, weil es gibt ja neben der Wertung noch Kalksteine. Und das hängt davon ab, in welcher Runde ihr seid. Und hier wird es deutlich. Das heißt, in den Runden 1 bis 4, da sieht man einen kleinen Abstand. Der reicht aber völlig aus. Also hier in der Runde 1 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 9. Und jetzt hängt es davon ab, habt ihr hier eine Wertung, habt ihr ein Plättchen gedreht, dann nehmt ihr euch die 4 Kalksteinmarker. Das ist super, weil dadurch verschwendet ihr nicht unbedingt eine Aktion hier draufzulegen, um euch hier diese Marker zu nehmen, sondern ihr macht es für eine Wertung. Ja, ist die Frage, mache ich frühzeitig eine Wertung, bekomme wenig Punkte, aber ich bekomme hier gleich 4 Steine auf mein Tableau, die ich dann einsetzen kann auf mein Wassergebiet. Tja, die Entscheidung müsst ihr treffen, aber ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass ihr irgendwie die Wertungen durchführt, weil es bleiben ja euch insgesamt nur 10 Runden. Ja, nach der Wertungsphase in der 10. Runde, oh, da schaut man einfach mal, wer die meisten Punkte hat, weil in der Wertungsphase, da wird alles schön gezeigt, da führt ihr das einfach durch. Das heißt, habt ihr noch so einen Marker, gegebenenfalls habt ihr ihn abgegeben, um Plättchen zu tauschen, da bekommt ihr 2 Punkte. Wird 2 Steinchen, ganz wichtig, nicht 1 zu 1, sondern 2, oh, habe ich auch schon gedacht, ich kriege mehr Punkte, nein, es sind 2, da bekomme ich 1 Punkt. Und jetzt geht es darum, wie viel sichtbare Symbole habt ihr? Auf dieser Spielplanseite ist es einfach gemacht. Auf der Rückseite hängt es noch davon ab, oder hängt es davon ab, was Plättchen drumherum liegen. Sind sie höher, sind sie niedriger? Das ist, wow, das ist schon definitiv ein bisschen kniffliger. Das heißt, ihr spielt am Anfang mit dieser Spielplanseite. Schaut euch das dann an, na, wie viele Symbole dann sichtbar sind. Und im Anschluss, tja, ein bisschen Interaktion muss sein, schaut ihr eure einzelnen Flächen, eure einzelnen Bereiche an. Und wer da die meisten hat, der bekommt da auch nochmal einen Bonus. Und zwar für den ersten und für den zweiten Platz. Ja, und wenn er es schafft, diesen Bereich zu umrunden, deswegen gibt es auch hier diesen 50er bzw. diesen 100er Marker. Und wenn ihr das umkreist mit eurem Fisch, wer an der vordersten Position ist, der hat die meisten Punkte und dadurch das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Lumikora. Ein Spiel, erschien bei Deep Print Games bzw. Pegasus Spiele. Wunderschön illustriert, gefällt mir richtig gut. Das ist von der Annika Heller. Cover spricht mich sofort an, also der eine oder andere ist sicherlich auch aufgrund des Covers schon neugierig geworden. Autorin ist die Rita Model, auch schon sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren in allen möglichen Bereichen. Hat auch in den letzten Zeit sehr viele Familienspiele herausgebracht und Lumikora ist ein weiteres Spiel aus ihrer Feder, wo sie, glaube ich, und ich kenne sie ja ein bisschen, seit 2019, also seit 2019 an dem Spiel immer wieder gebastelt hat, verfeinert hat und am Ende ist hier bei Deep Print Games bzw. Pegasus Spiele erschienen. Es ist ein Spiel ab 10 Jahre. Ja, aufgrund dieser verschiedenen Mechanismen ist es definitiv ein leichtes Kennerspiel oder ein gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel. So würde ich es titulieren, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr es auch schon gespielt, dürft ihr gerne kommentieren, aber so
schätze ich das Spiel ein. Und deswegen, das durchaus ein paar Facetten hat, gerade wenn ihr mit der Rückseite spielt, mit den unterschiedlichen Ebenen, ja, dann ist es ein Spiel ab 10 Jahre und es passt. Also wenn ich jetzt mal meinen Kindern ausgehe, meine Tochter im gleichen Alter, das passt, auch wenn sie viel spielt, aber auch mit Freunden, Bekannten, wo wir gespielt haben, 8-9-Jährigen ist teilweise ein bisschen schwerer gefallen, wenn sie weniger Spielerfahrung haben, deswegen passt die Angabe mit 10 Jahren, hat man es einmal gespielt, abhängig von eurer Erfahrung, dann wisst ihr sowieso, wie das Ganze funktioniert und seid relativ zügig drin. Die einzige Schwierigkeit ist das Anlegen von Plättchen, aber mit den 6 Beispielen der Anleitung, und das ist das Wichtigste im ganzen Spiel, könnt ihr sofort mit diesem Spiel einsteigen. Und zwar unabhängig von der Spieleranzahl, zu 2, zu 3, zu 4 funktioniert das Spiel. Ich spiele es auch gerne zu 2 gegen meinen Sohn, auch wenn ich da noch nie gewonnen habe. Aber so ist das in unzähligen Partien. Ich kann mich erinnern an den ersten Nachmittag. Ich glaube, da haben wir 7 Partien am Stück gespielt. Zeigt auch einiges schon über das Spiel mit Vorder-, Rückseite. Rückseite habe ich, boah, nee, da habe ich kaum Punkte gehabt. Aber es hat definitiv seinen Reiz gehabt, auch mit der Rückseite zu spielen. Und hier steht doch tatsächlich 40 bis 60 Minuten drauf. Sind wir jetzt so schnell? Ich bin jetzt auch eher der Bauchspieler. Ja, Jörg, manchmal ein bisschen grübeln wäre auch nicht schlecht, aber ich spiele oft das gern aus dem Bauch heraus, will einfach meinen Spaß haben, viele Spiele erleben, in viele Spiele eintauchen, und da brauche ich jetzt in 10 Minuten für meinen Zug überlegen. Wenn ich einen Zug mache, dann werde ich meistens ein bisschen von meinen Mitspielern verbessert, die sagen, hättest du es hier hingelegt, dann wäre es doch ein bisschen besser, dann hättest du als nächster Schritt hier ein Plättchen hinlegen können. Und da merkt man, tja, auch Verbesserungspotenzial hat die Spielweise. Man lernt in jeder weiteren Partie dazu. Spaß macht das Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es ist ein Spiel, was mich, und da habe ich auch die Autoren gefragt, ein bisschen erinnert an das etwas anspruchsvollere Spiel Cooper Island, aber gar kein Vergleich mit diesem Spiel. Mich persönlich erinnert es eher an das Spiel Aqua, wo ich euch auch schon präsentiert habe, wo man auch in dieser Meereswelt dann agiert, wo die Wertung allerdings ein bisschen holprig ist und die eine oder andere Stelle mit den Riff ein bisschen unübersichtlich gemacht wurde. Auch hier Top-Material, und hier kann es sich so aussehen lassen. Hat aber allerdings sein Für und Wider. Dann doch lieber hier dieses Spiel, was doch ein paar Punkte mehr einstreicht. Und das ist Lumikura. Ein gutes Spiel. Ein Spiel, was ganz klar wieder in diesen Plättchenlegebereich reingeht. Viele haben schon genug von diesen Plättchenlegespielen, aber es kommen immer wieder Spiele raus. Und ich habe es erwähnt, die Autorin hat ja auch 5 Jahre gebastelt bei diesem Spiel. Und manchmal kommt diese Welle auf einmal, und es sind ja gefühlt viele Plättchenspiele am Markt, und da hat es ganz klar auch dieses Spiel schwer, in dieser Konkurrenz zu sein, weil es so viele gibt, sehr viele ausgezeichnete Spiele, aber ich bleibe dabei, es ist ein gutes Spiel, was wir öfters gespielt haben schon, wenn ich an die unzähligen Partien dann denke, also kein Spiel, wo ich sage nach 2 Partien, okay, ich habe alles gesehen, weil es hat einen Reiz, ich will mich verbessern, wenn ich diese Spielweise mag, das ist wichtig, dass ihr die Art und Weise mögt, und dass ich sage, okay, na, das war jetzt gar nicht gut, ich hätte die Wertung früher, wir machen jetzt nochmal eine Partie. Okay, das lief jetzt auch nicht so optimal, und jetzt machen wir nochmal eine Partie. So war es bei mir, weil ich wollte besser spielen. Dann habe ich in dem einen Bereich besser gespielt, im anderen Bereich nicht so gut. Dann habe ich mich zu verleiten lassen von meinem Mitspieler, dass ich da geschaut habe, was er vielleicht hat. War auch nicht so gut. Also, die Mischung macht's, aber es hat gewisser einen Reiz, hat es, und vielleicht hat es auch bei euch den Reiz. Deswegen auch sehr frühzeitig jetzt auch hier schon dieses Video, weil ich jetzt doch sehr unzählige Partien gespielt habe. Und dann wurde es auch Zeit, euch jetzt dieses Spiel einfach zu präsentieren. Das war Lumikura. Was eure Meinung dazu ist, ich bin sehr gespannt. Das Einzige, wo mich ein bisschen stört, der Spielplan wälzt sich an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, es sind so ein paar Stellen, wo sich der Spielplan wälzt. Das kann sich in einem halben Jahr schon erledigt haben, weil das gibt es öfters mal bei dem einen oder anderen Spiel. Da gibt es oftmals Austauschmaterial beim Verlag. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, die ich jetzt hier habe. Das kann im halben Jahr mit anderen Plättchen, je nach Auflage, auch ein bisschen anders aussehen. Aber ergänzen wollte ich diesen Punkt definitiv. Ansonsten bekommt ihr das Spiel, denke ich jetzt mittlerweile auch, abhängig wann ihr das Video schaut, im Handel oder beispielsweise über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja beispielsweise immer automatisch, wenn ihr solche Links dann nutzt. Das war Lumikura. Rita Model, die Autorin, Illustration Annika Heller. 10 Jahre, 40 bis 60 Minuten, 2 bis 4 Personen, Deep Print Games, Pegasus Spiele. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.